Hallo liebe Bokehbis-Community, das Jahresende nähert sich und das ist ein guter Grund, nochmal einen Blick zurückzumachen. Und ich habe mir die Top 3 Karten rausgesucht aus diesem Jahr und die schauen wir uns wirklich im Detail an. Und wir beginnen mit einer Karte, die wir schon Anfang des Jahres bekommen haben, nämlich das war das erste Set in diesem Jahr, nämlich Strahlende Sterne. Und die Top-Karte aus Strahlende Sterne ist natürlich diese Glurak Alternativ-Artwork-Karte. Und die werden wir uns jetzt eben als erstes einmal im Detail ansehen. Wir schauen uns natürlich wie immer zuerst einmal Card-Market-Preise an. Das heißt, wir sehen hier mal in Deutsch wird die Karte ab 140 gibt es ein Angebot, aber dann geht es doch relativ schnell rauf auf 150, 60 und mehr zu finden. Dann scrollen wir etwas runter. Da sehen wir, die ersten englischen Angebote sind dann doch schon hier auf Card Market bei um die 200 Euro. Also das heißt, die englische Version ist doch einiges hier mehr wert. Und wenn wir uns den 7-Tages-Durchschnitt ansehen, dann wurde die Karte über Card Market im Schnitt in den letzten 7 Tagen um 193 Euro verkauft. Aber schauen wir gleich weiter auf die japanische Version. Warum das interessant ist, werden wir dann bei den nächsten beiden Karten sehen. Und die japanische Version aus dem Set Starburst, die verkauft sich dann doch etwas geringer. Also da gibt es das beste Angebot für 120 Euro und der 7-Tages-Durchschnitt liegt bei 140 Euro. Das heißt, diese Karte, wenn man jetzt auf die Sprache nicht so viel Wert legt oder auch japanisch in Ordnung ist, kann man sich auch eben in Japanisch um einen etwas günstigeren Preis schon holen. Aber wie gesagt, warum japanischer Vergleich hier interessant ist, sehen wir dann bei den nächsten beiden Karten. Da erschließt sich das ein bisschen mehr. Aber gehen wir weiter bezüglich der englischen Version dieser Karte. Und hier sehen wir, ich habe bewusst eben nicht nur Card Market heute als Hilfe herangezogen, sondern mehrere Plattformen. Und bei TCG Player, ebenfalls eine sehr, sehr große Card Trading Plattform, bei TCG Player sehen wir nämlich auch, dass der Market Price derzeit bei 192 Dollar liegt. Und was mir gut gefällt ist, wir können uns hier auch genau den Verlauf auch ansehen. Ich gehe mal auf eine Einjahresübersicht. Weil die Karte wurde ja Ende Februar ja herausgebracht mit dem Set eben Strahlende Sterne. Und auf der Einjahresübersicht sehen wir, dass die Karte kurz nach dem Start dann doch deutlich gefallen ist im Frühjahr. Hat sich aber dann wieder stark erfangen. Hat dann nochmal so einen Abwärtstrend gehabt. Wahrscheinlich gab es da zu dem Zeitpunkt einen Reprint. So im Juni über den Sommer hinweg, aber seit dem Herbst, und das zeigt eben vor allem, sieht man das schön in der 6-Monats-Übersicht, seit dem Herbst ist diese Karte allerdings wieder am Steigen und ist eben bei stabilen knappen 200 Euro derzeit. Und eine weitere Seite, die ihr gleich kennenlernt und die euch auch helfen kann, einen schnellen Überblick über Preise zu bekommen, vor allem wenn man vergleicht eben ungegradete Preise mit diversen Grades, ist diese sehr praktisch und man hat einen schnellen Überblick, und zwar ist das die Seite Price Charting. Und die Seite Price Charting hat im Regelfall, sofern es eben so viele Verkäufe von eBay gibt, die letzten 30 eBay-Verkäufe von ungegradeten Karten, dann PSA 7, 8, 9 und 10 und Beckett 9,5. Und das ist doch ein sehr, sehr guter Überblick. Da hat man sehr, sehr schnell zumindest eine Tendenz, in welche Richtung die Preise gehen. Hier ist der ungegradete Preis etwas niedriger, als wir es vorher gesehen haben. Aber wenn wir uns hier die letzten, unmittelbar letzten Verkäufe ansehen, also hier bei 200 Euro, 182 Euro, 175, 270, 210, dann passt das mit den in etwa 200 Euro, wie wir es auch vorher auf den anderen Plattformen gesehen haben, auch ganz gut hin. Wie gesagt, das ist ja hier immer der Durchschnitt der letzten 30 und ich schaue mir bewusst aber auch immer die letzten 4, 5 auch immer an. Und die Karte ist eben derzeit in einer PSA 10 400 Dollar in etwa wert. Zumindest waren es die letzten Verkäufe bei eBay, die diese Karte eben in einer PSA 10 erzielt hat. Wir schauen uns aber auch die japanische Version an und die ist eben ungegradet bei ungefähr 130
Dollar, passt damit auch halbwegs gut in das Bild von Card Market. Und da ist die PSA 10 Version interessanterweise aber dann doch deutlich günstiger zu bekommen, nämlich eben um nur 285 Euro im Durchschnitt. Und wir schauen uns auch die Population an bei PSA. Ich denke, das ist auch immer ein wichtiger Faktor bezüglich Wertentwicklung. Und wir schauen uns ja hier die Card Nummer 154 an und da seht ihr eben ganz rechts, die 4744 repräsentiert die Zahl aller Einsendungen, die es zu dieser Karte bis dato zu PSA gab, und daraus entstanden eben 3014 PSA 10 Versionen. Das heißt, hier eine PSA 10 Version zu bekommen ist durchaus nicht allzu schwer, also mit leicht über 60% ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man nach diesen statistischen Daten eben vorgeht. Aber was einem natürlich ins Auge springt, ist, 3000 Stück ist schon jede Menge. Also wie gesagt, die Karte ist Ende Februar in den Markt gekommen und hat jetzt doch schon etliche PSA 10 Versionen. Also man darf gespannt sein und das wird wahrscheinlich stehen und fallen bezüglich weiterer Wertentwicklung. Weil ihr habt es gesehen, der Raw-Preis zieht eigentlich nach oben wieder an, was ein gutes Zeichen ist. Könnte aber durch einen Reprint von Brilliant Stars bzw. Strahlende Sterne natürlich nochmal einen richtigen Hit bekommen nach unten hin, wohingegen, wenn der Reprint nicht zu üppig ausfällt oder beziehungsweise nicht mehr zu viele Reprints zu dem Set kommen, dann könnte sich diese Karte durchaus stabil weiterentwickeln, auch wenn es jetzt schon eben 3000 PSA 10er gibt. Aber wie gesagt, bei der Karte wird es definitiv darauf ankommen, wie viel wird von dem Set noch in den Markt gespült werden vom Pokémon, und dann werden wir hier eine klare Tendenz haben bezüglich der Wertentwicklung. Wir machen auch einen kurzen Blick eben auch auf die japanische Version, die eben hier die Kartennummer 103 hat, und die gibt es eben 1673 mal zu 1847 mal, also deutlich weniger, obwohl sie weniger in einer PSA 10 kostet, aber deutlich weniger Population als in Englisch. Und das ist schon interessant, und trotzdem ist diese Karte aber günstiger zu bekommen eben als die englische Version. Und es könnte auch daran liegen natürlich, dass eben hier eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit gegeben ist, eine PSA 10 zu bekommen, weil das Verhältnis 1673 zu 1847 ist natürlich schon gewaltig zugunsten eben einer PSA 10. Also sehr hohe Wahrscheinlichkeit aus Starburst, wenn man die Karte zieht, hier auch eine PSA 10 zu bekommen. Damit kommen wir zur nächsten Karte, und das ist jetzt eben eine der Karten, die schon hier wirklich um den Top-Platz kämpft. Also die Glurak-Karte ist interessant, wird aber eben gegen die Karten, die ich euch jetzt zeige, gegen die beiden wohl keine Chance um den Top-Platz haben. Deswegen ist die Glurak-Karte, die ich euch gerade gezeigt habe, für mich so die Nummer 3 Karte diesen Jahres. Die Nummer 1 habe ich jetzt nicht bewusst jetzt nach Reihenfolge ausgewählt, sondern ich zeige euch die Top 2 Karten und überlasse euch dann am Ende die Entscheidung auf Basis der Daten, die ich euch zeigen werde, welche Tendenz ihr habt. Ich sage euch natürlich schon noch meine Meinung, aber schauen wir mal rein. Und zwar die erste Karte, die ich euch von den zwei Top-Karten zeigen will, ist die Lugia V-Karte. Wir beginnen wieder bei Card Market. Wir sehen, in der deutschen und englischen Version sind die Bestpreise vom Angebot her bei 225 Euro derzeit. Der 7-Tages-Durchschnitt liegt auch in etwa in der Höhe, nämlich bei 221 Euro. Also die Karte ist dann schon etwas wieder gefallen im Wert im Vergleich zu dem, wie es ganz am Anfang war. Gut, das ist einmal prinzipiell nichts ganz Ungewöhnliches. Schauen wir uns aber auch hier die japanische Version an. Und die japanische Version, und das ist ganz interessant, beginnt hier erst ab einem Wert von 560 Euro, ja, aus dem Set Paradigmen Trigger. Und warum das aber aus meiner Sicht trotzdem überhaupt keinen Sinn macht, ja, werde ich euch auch gleich in weiterer Folge zeigen. Und in dem Fall natürlich macht es auch insofern keinen Sinn, sich die japanische Version zu holen, wenn es die englische und deutsche hier schon deutlich günstiger gibt. Und schauen wir uns jetzt aber auch hier wieder die TCG-Player-Entwicklung an. Das heißt, wir sehen hier natürlich nur einen Monat, weil das Set jetzt eben ganz frisch heraus erst ist. Und man sieht auch hier den eigentlich relativ normalen Abfall am Anfang. Die Karte hat sich jetzt stabilisiert und hat bei TCG-Player derzeit einen Market-Price von 228 Dollar gerundet.
dann gehen wir hier gleich weiter, schauen wir auch hier wieder bei Price Charting, wie es sich darstellt. Da ist die ungegradete Version etwas mehr wert, nämlich bei 242 Dollar, wenn man das eben vergleicht. Also Dollar, Euro ist ja nahezu gleich, deswegen ist egal, ob ich jetzt Dollar oder Euro sage, also das ist nahezu 1 zu 1 derzeit. Aber schauen wir uns auch hier die letzten Verkäufe an, da sehen wir 200 Euro, 207 Euro, also das heißt die letzten zwei unmittelbar zum Beispiel, die gehen dann schon eher in die Richtung von den 220 in etwa, die wir jetzt eben auch auf den anderen zwei Plattformen gesehen haben. Also das heißt, das passt auch von den eBay-Verkäufen grundsätzlich ganz gut ins Bild rein. Dass diese Karte in einer PSA 10 knappe 800 Dollar noch erzielt hat, das ist aber auch relativ klar, warum das so ist, weil es einfach noch nicht allzu viele PSA 10 Versionen davon gibt. Ich werde euch die Zahlen dann gleich im Anschluss gleich zeigen. Das erklärt aber auch ein bisschen, warum eben hier diese Karte durchaus noch hohe Preise erzielt. Aber auch hier sehen wir schon, es geht langsam runter, wenn man sich die letzten Verkäufe ansieht. Also wir sind schon bei 670, 710, 790, das sind so die letzten paar Verkäufe. Wir hatten davor sogar schon unter 700, also mit 680, 660 auch schon Verkäufe dabei. Also von daher, dass der PSA 10 Preis meiner Meinung nach wird hier schon noch etwas runtergehen. Und schauen wir uns aber auch hier die Entwicklung der japanischen Version ein bisschen genauer an. Und hier auch wieder der ungegradete Preis liegt hier bei ca. 580 Dollar, was wahnsinnig hoch ist, wie auch bei Cardmarket sehr hoch. Und der PSA 10 Preis liegt hier bei 860 Dollar. Das ist natürlich schon gewaltig, aber auch hier muss man sich bei der PSA 10 Version auch die letzten paar Verkäufe ansehen, und auch hier sieht man, dass es bei den letzten drei Verkäufen alleine schon zwei unter 700 gab, ne? Und der letzte war bei 740, das heißt, die Preise der japanischen Version im PSA 10 und der englischen Version, die ich euch gerade vorher gezeigt habe, nähern sich schon deutlich an. Also ich gehe davon aus, dass die auch sehr nahe in den nächsten Monaten beieinander liegen werden. Umso weniger, und jetzt kommen wir eben auf das, was ich vorher gemeint habe, zurück, umso weniger Sinn macht es ja, dass die ungegradete Version über 500 Dollar kostet, beziehungsweise knappe 600 sogar kostet, und wenn die PSA 10 Version derzeit einen Trend hat, dass sie eher wahrscheinlich bald wieder um die 700 Dollar kosten wird. Also da hole ich mir doch jederzeit lieber eine PSA 10, und da steht das Verhältnis punkto Preis ungegradet zu PSA 10 überhaupt in keiner Relation. Also komplett unverständlich eigentlich derzeit. Also wenn ihr euch darauf einen Reim machen könnt, dann bitte gerne in den Kommentaren eure Meinung hinterlassen, warum ihr glaubt, dass das gerechtfertigt ist, dass eben hier der ungegradete Preis so derartig hoch ist. Aber aus meiner Sicht ist es relativ klar, dass es sich nicht lohnt, hier ungegradete Versionen zu holen, wenn ich die Möglichkeit habe, um einen kleinen Aufpreis hier eigentlich schon, und wenn ich jetzt noch ein, zwei Monate zuwarte, werden die PSA 10 Preise, wie erwähnt, eben weiter fallen, hier um einen kleinen Aufpreis eigentlich sich diese Karte zu holen. Wobei, wie gesagt, ich würde mir ja dann trotzdem ja die englische oder deutsche Version holen, die es ja jetzt schon eben günstiger gibt. Und schauen wir uns auch hier ein bisschen den Population Report auch an, der Lugia Karte, und hier sehen wir, 118 Mal wurde die Karte bis jetzt zur PSA eingesendet, und davon wurde sie 80 Mal eine PSA 10, also durchaus auch eine gute Tendenz. Ja, also eigentlich wundert mich das ein bisschen, weil ich dachte eher so, was wir zumindest im deutschsprachigen Bereich gesehen haben, dass die Qualität der Lugia Karten nicht so optimal ist. Ja, deswegen war meine erste Vermutung eher, dass diese Karte sich sehr gut entwickeln wird, weil man eben eher die Tendenz hat, Karten zu bewerten, wenn es nur eine kleine PSA 10 Population gibt. Aber das Verhältnis, es sind doch natürlich verhältnismäßig geringe Stück, aber die erste Tendenz zeigt eben, dass sich die Karten, die eingesendet werden, auch gut graden lassen und doch eine hohe Anzahl im Verhältnis an PSA 10 Versionen dann letztlich rauskommt. Und das lässt natürlich ein bisschen Zweifel offen, wie sich die Karte dann langfristig natürlich auch entwickeln wird. Vor allem, wenn wir uns jetzt eben im Vergleich die nächste Karte ansehen. Und die nächste Karte
ist dann natürlich wenig überraschend die Giratina V-Karte. Und die Giratina V-Karte bekommt man hier eben in Englisch ab. Das beste Angebot ist hier, aber hier steht schon in der Beschreibung mit drin, Off-Center, also würde ich dann eher auf das nächste Angebot gehen. Also ab ca. 252 gibt es die englische Version, etwas teurer, aber auch in ungefähr in der Range die deutsche Version zu bekommen. Schauen wir uns auch hier den 7-Tages-Durchschnitt an. Interessant ist, dass mit 245 Euro im 7-Tages-Durchschnitt diese Karte, obwohl sie 2 Monate länger schon im Markt ist, wertvoller ist als die Lugia V-Karte. Und das gibt einem schon zu denken, zumindest was jetzt den ungegradeten Preis betrifft, auf Cardmarket. Natürlich schauen wir uns auch hier die japanische Version an und die ist doch etwas günstiger, zumindest als die Lugia-Karte und in der japanischen Version. Und hier sehen wir, der Startpreis beginnt so circa bei 500 Euro auf Cardmarket. Der 7-Tages-Durchschnitt lag hier aber deutlich darunter, nämlich bei 407 Euro. Und schauen wir uns aber auch hier die weiteren Plattformen an. Gehen wir hier weiter zur TCG Player Plattform und schauen uns wieder die englische Version der Giratina V-Karte an. Auch bei TCG Player ist diese Karte höher zu bewerten als eben die Lugia V-Karte. Der Market Price ist hier bei 287 Dollar angegeben. Wir hatten ja vorher um die 220 eben bei der Lugia V-Karte. Auch hier macht es Sinn, sich die Grafik ein bisschen genauer anzusehen. Und das ist doch eine ganz interessante Entwicklung, seit sie eben rausgekommen ist, die Karte, weil es gab natürlich einen Peak nach oben, unmittelbar bei Release. Und dann ist es so gewesen, dass diese Karte dann auch deutlich nachgelassen hat, aber doch nicht so richtig abgestürzt ist und stabil geblieben ist bei doch deutlich über 200 Dollar. Und wie ihr seht, eben in den letzten Wochen steigt diese Karte wieder deutlich an. Schauen wir uns vielleicht auch den Monatstrend an und da zeigt die Kurve ganz klar nach oben. Woran das liegt, ja, das ist eine gute Frage. Möglicherweise dann doch an einer schwierigeren Pull-Rate der Giratina V-Karte im Vergleich zur Lugia V-Karte. Also zumindest unsere Pull-Rate-Daten, die ihr in 2 gesonderten Videos schon gesehen habt, bei uns zu beiden Sets, würden das bestätigen, dass eben die Giratina V-Karte schwieriger zu ziehen ist als die Lugia V-Karte. Und nach meinen Beobachtungen, ich schaue mir auch viele YouTube-Videos mit Openings an oder auch Streams auf Twitch, und da muss ich auch sagen, die Giratina V-Karte ist mir durchaus um einiges seltener untergekommen als eben die Lugia V-Karte, und das könnte ein Grund dafür sein, warum sich diese Karte, obwohl sie schon 2 Monate länger im Markt ist, etwas besser entwickelt als die Lugia V-Karte, weil eigentlich immer am Anfang ja die Karten, die modernen, eben den höchsten Preis erzielen. Aber schauen wir auch hier auf die nächsten Plattformen, und da sind wir jetzt immer wieder bei Price Charting. Und bei Price Charting wird der ungegradete Preis derzeit eben mit 246 Dollar angegeben. Also auch hier die letzten eBay-Verkäufe eben schon über jener von der Lugia V-Karte, und vor allem die letzten bestätigen das auch, wenn man sich das ansieht, dass es eben etwas drüber liegt. Es ist zwar nicht ein Riesenunterschied, aber es ist ein Unterschied. Und interessant ist aber auch hier natürlich auch, dass die PSA 10 Version dann doch deutlich günstiger derzeit noch zu haben ist als von der Lugia V-Karte. Das liegt natürlich daran, dass es diese Karte eben schon 2 Monate länger im Markt gibt und es auch mehr PSA 10 Versionen schon gibt von dieser Karte. Wir haben ja vorher gesehen, bei der Lugia Karte gibt es ja erst 80 in Englisch und noch gar keine in Deutsch. Und wir werden dann uns eben die englische Version dieser Giratina V-Karte im PSA Population Report natürlich ansehen auch. Aber davor schauen wir uns eben auch hier die japanische Version aus Lost Abyss an. Auch hier ist wieder interessant das Verhältnis eben ungegradet zu PSA 10. Hier kostet die ungegradete Version oder die letzten Verkäufe lagen eben bei ca. 435 Dollar. Und wenn man sich ansieht, dass eine PSA 10 Version hier 724 Dollar kostet, ich glaube, dann liegt es doch relativ nahe, dass es aktuell keinen Sinn macht, sich diese Karte ungegradet zu holen. Und wenn man schon diese Karte sich holen möchte, dann würde ich doch fast lieber zu einer 9er Karte greifen, also PSA 9 Karte, weil die bekomme ich tatsächlich hier günstiger. Und sie
sie ist schon gegradet, als eben derzeit die ungegradete Version. Also dieser Preis, wie auch bei der Lugia, wie aus in der japanischen Version, macht ungegradet für mich überhaupt keinen Sinn. Und auch hier sehen wir natürlich, dass sich die Preise annähern. Wir werden uns auch hier nochmal die letzten PSA 10 Verkäufe ansehen. Die liegen schon dann auch schon deutlich niedriger, nämlich hier, wenn wir schauen, 675, 562, 600 und 560. Das ist doch deutlich unter den 724, die den Durchschnitt der letzten 30 Verkäufe abbilden. Und wenn man jetzt noch mal rüber geht zu der englischen Version, dann seht ihr, das ist dann schon wirklich nahe beieinander, weil auch hier 630, 590, 595 und 600 waren hier die letzten 4 Verkäufe in der englischen Version, und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, macht es natürlich kaum mehr Sinn, sich hier die japanische Version zu holen, vor allem um diesen teuren RAW-Preis. Also da muss ich wirklich sagen, da seid ihr besser bedient mit der englischen Version und da eben noch ein bisschen zuwarten und eventuell überhaupt gleich eine PSA-Version sich zu holen. Und da kommen wir eben auch schon zum Thema PSA. Und wir schauen uns auch hier natürlich im Population Report die Karte genauer an. Die Giradina-V-Karte mit der Kartennummer 186 gibt es noch nicht in einer deutschen Version im PSA Population Report. Es gibt 5 gegradete in Französisch und eine italienische, aber eben schon doch einiges mehr an englischen Versionen. Und zwar wurden schon 683 Versionen eingesendet, wovon allerdings im Vergleich eben zur Lugia V-Karte, wobei die Zahlen wie gesagt noch sehr klein sind, aber im Vergleich zur Lugia V-Karte gibt es hier zwar schon 357 PSA 10er, das ist natürlich mehr als diese vorher genannten 80, aber das Verhältnis ist ein anderes. Das heißt, auch hier sieht man, dass die Population der PSA 10 im Verhältnis zur Gesamtpopulation bei knapp über 50% liegt. Das ist doch um einiges schlechter als bei der Lugia, was mich doch etwas überrascht. Also offensichtlich gibt es auch bei der Giradina V-Karte hier nicht die optimale Qualität im Set, und daher muss man sagen, dass diese Karte natürlich interessant ist, weiter zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt, weil das könnte dazu beitragen, dass die PSA 10 Version, aber auch die ungegradete Version dieser Karte sich gut entwickeln. Warum die ungegradete? Weil man darauf immer spekulieren kann, sofern sich ganz offensichtlich ist, dass sie off-send ist etc., dass es eine PSA 10 wird. Ne? Jetzt ist eine Population von über 50%, also eine PSA 10 Gemint Population sozusagen, auch natürlich eine gute Population, ist jetzt nicht grottenschlecht im Vergleich zu anderen Karten, die ich euch so bei diversen anderen Videos schon gezeigt habe, wo die PSA 10 Version noch viel, viel, viel schwieriger zu erreichen ist. Aber für eine moderne Karte, wenn man auch zum Beispiel sich die Nachtara Karte aus Drachenwandel ansieht, die glaube ich bei über 80% Gemin 10 Rate liegt, und hier sind wir bei knapp über 50%, dann sieht man hier doch einen Unterschied. Und das sind eben alles so Zahlen, die man so ein bisschen im Auge behalten sollte, wenn man denn einschätzen möchte, wie sich eine Karte eben in Zukunft bezüglich Wert eben weiterentwickeln wird. Ich hoffe, ich habe euch damit genug Zahlen, Daten, Fakten an die Hand gegeben, damit ihr euch selbst ein Bild davon machen könnt, welche Karte ist wirklich die Top-Karte im Jahr 2022 und aus welchen Gründen auch, und welche Karte hat eventuell auch Investmentpotenzial auch für die Zukunft. Schön sind alle drei Karten, das ist ohne Zweifel, und natürlich, was man auch sagen muss, Alternativ Artwork ist eben das, was die Zukunft wahrscheinlich von Pokémon ausmachen wird, weil alle drei Karten sind Alternativ Artwork Karten, die sich hier durchgesetzt haben in diesem Jahr, und das sind einfach die drei Top Karten. Es ist ein knappes Rennen um den Platz 1 zwischen der Lugia V-Karte und der Giradina V-Karte. Wobei ich sagen muss eben, dass die Giradina V-Karte für mich ein bisschen hier die Nase vorn hat, aufgrund der Entwicklung im Wert, wo wir schon jetzt eben sehen, dass sie sich ein bisschen besser entwickelt als die Lugia V-Karte. Aber um das natürlich mittel- und langfristig ein bisschen besser einschätzen zu können, müssen wir wahrscheinlich beide Karten in einem Jahr nochmal reviewen und dann sagen, okay, wie haben sie sich dann eben in einem größeren Zeitraum mit mehr PSA-Population etc. entwickelt. Aber aktuell wäre meine persönliche Meinung, auch wenn ich weiß natürlich, dass die Lugia-Karte die beliebtere ist, weil Lugia einfach auch das beliebtere Pokémon ist, aber rein von der Karte selbst muss ich sagen, die Giratina V-Karte ist sehr, sehr detailreich, gefällt mir
Karte vielleicht sogar eine Spur besser, wobei mir beide sehr gut gefallen ist. Es ist wirklich ganz, ganz schwer zu entscheiden. Aber meine Empfehlung oder mein Voting, so kann man es glaube ich besser ausdrücken, geht dann doch für dieses Jahr ein bisschen mehr in Richtung Giratina Wii-Karte aufgrund der Wertentwicklung. Und daher würde ich für den Moment zumindest eben die Giratina Wii-Karte auf Platz 1 sehen. Aber macht euch selbst ein Bild und schreibt euch eure Meinung gerne in die Kommentare. Ja, kommentiert, das wird uns wirklich interessieren, wie ihr das seht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst bitte auch ein Like, ein Abo, sofern ihr noch nicht abonniert seid. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir auch hier bald die 1000 voll machen können. Dann sind wir endlich im nächsten Level von YouTube auch drin. Wir haben auf jeden Fall schon die Watch Hours beieinander. Das ist einmal eine gute Entwicklung, die es in diesem Jahr auf unserem Kanal gegeben hat. Und jetzt wird es uns freuen, wenn wir auch die 1000 Abonnenten irgendwann voll bekommen, weil dann machen wir ein mega, mega krasses Giveaway auch. Da werden auch gegradete Karten dabei sein etc. Also da könnt ihr euch wirklich schon drauf freuen. Wir sammeln jetzt schon eben die diversen Giveaways dafür. Also dementsprechend alle, die noch nicht abonniert haben, smasht den Abo-Button, helft uns hier auch, um weiterzukommen. Und in diesem Sinne sage ich einen schönen guten Morgen, Mahlzeit, einen schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und ich bin für heute wieder raus und sage, ciao, ciao.